Hier in Tokio geht es offensichtlich drunter und drüber. Und diese Analogie, die ist nicht notwendigerweise anzuwenden auf die Märkte, denn dort ist es eigentlich relativ gesittet. Das alte Bild, das besteht weiterhin, nämlich Kaufen ist angesagt. Einige reden sogar von Kaufpanik und das Ganze ist durchaus nachvollziehbar, denn wann immer der Kurs mal nach unten kommt, hat man nicht den Eindruck, dass das Ganze dazu führt, dass der Kurs wirklich mal in die schwächeren Regionen dann auch vorstößt. Nein, im Gegenteil, es gibt ganz schnell ein Recovery und der Markt, der ist versucht, wieder sehr schnell nach oben zu kommen. Wir sehen das beim S&P und beim Nasdaq beispielsweise. Zack, sind wir wieder auf neuen Hochs. Der Dow Jones, der ist ein bisschen mühsamer da unterwegs, aber trotz alledem, wir sehen, das Gleiche gilt auch für den DAX, dass der Markt einfach noch mehrheitlich hier auf der starken Seite unterwegs ist und jedwede Schwäche sofort wieder für Käufe genutzt wird. Man hat eher die Panik, nicht rauszukommen aus dem Markt, sondern die Panik, ich darf um Himmels Willen nichts verpassen, das wäre viel gefährlicher. Ob sich das so fortsetzt, werden wir sehen. Wir haben ja schon angedeutet, dass wir zumindest charttechnisch noch einigen Raum hätten. DAX bis ungefähr 14.000, vielleicht sogar 100. Da hätten wir zumindest mal ein Cluster vieler Widerstände. Ob das dann wirklich den Markt dreht, werden wir sehen. Aber das wäre zumindest mal eine auffällige Marke. Beim Dow Jones ungefähr die 30.000er. Das ist allerdings eine Spanne, die sich über durchaus einige 100 Punkte drüber und drunter erstreckt. Aber so ungefähr in diesem Rahmen wären zumindest mal typische, wären klassische Ziele, die wir dann noch erwarten können. Also noch nicht wirklich angesagt. Trotz alledem, Wochenende ist ja immer so ein bisschen Sondersituation. Trauen sich die Marktteilnehmer drin zu bleiben? Ich würde mal sagen, grundsätzlich schon. Das ist die Erfahrung zumindest mal der letzten Woche. Aber was weiß ich, drauf gucken ist da viel wichtiger. Gibt es eine Reaktion vor dem Wochenende nochmal nach unten? Die könnte auch getriggert werden durch Nachrichten. Heute um 14.30 Uhr gibt es Zahlen aus Amerika zu den Retail Sales. Die Kernrate auf Monatsbasis, die wird schwächer erwartet, gleichbleibend auf Jahressicht. Und insofern muss man da mal drauf gucken, inwieweit das jetzt sich auswirkt, zum Beispiel auch die Virusfrage, hat das schon irgendeinen Impact auf den kurzfristigen Bereich? Möglicherweise im längerfristigen natürlich erstmal noch nicht. Aber wie wird das Ganze gewertet? Also gibt es Abweichungen von der Erwartung? Das ist der erste Check. Und wie wird das dann gewertet? Das müssen wir schönerweise nicht entscheiden. Das entscheidet der Markt. Und wir als Händler müssen ja nur drauf gucken, wie reagieren die Marktteilnehmer drauf? Gibt es dann heftige Reaktionen in die eine und schwache Reaktionen in die andere? Dann haben wir schon eine Idee, in welche Richtung wir uns orientieren sollten. Orientierungshilfe könnten auch um 16 Uhr die Verbraucherstimmung aus Michigan sein, 16 Uhr veröffentlicht. Die wird ein bisschen stärker erwartet, also auch hier nicht wirklich ungemacht zu erwarten. Es ist eigentlich eigenartig, wie in der aktuellen Situation so starke Meinung eben herrschen kann. Aber was soll's, wenn der Markt einfach so ist, dann sollten wir uns da nicht drüber den Kopf zerbrechen, sondern sagen, hey, dann machen wir da einfach mit, das passt doch auch für uns. Nicht so gut passt es für den Euro und den US-Dollar, zumindest mal in dem Zusammenspiel Euro gegen US-Dollar stark, immer noch auf dem Weg nach unten. Ich finde es zumindest mal inzwischen eigentlich schon gut. Warum? Wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit, es ist schon viele, viele Wochen oder Monate, ein paar Monate her, gesagt, Mensch, wir haben eine Chance, dass sich jetzt der Boden schon ausbildet und so 1,15, vielleicht sogar 1,18 oder höher sogar noch ausbildet. Und Trump hat ja schon gesagt, wir würden uns ja eigentlich einen schwachen Dollar wünschen. Also für den wäre das eigentlich klasse, um die Exportwirtschaft in Amerika eben ein bisschen anzukurbeln. Dann hat sich der Kurs aber sehr wackelig nach oben entwickelt. Wir haben mehrmals schon drüber gesprochen und das ist eigentlich nicht der perfekte Start, um einen richtigen Bullenmarkt zu haben. Und deshalb fand ich es schöner, wenn wir noch mal ein neues Tief sehen. Das haben wir jetzt gesehen. Das heißt aber nicht notwendigerweise, ein neues Tief gesehen, der Markt muss sofort drehen. Aber die Chancen dafür steigen nun mal ein bisschen. Und dementsprechend können wir jetzt ein wenig gespannt drauf gucken, ob das jetzt tatsächlich auch passiert. Ob wir sehen können, dass der Markt jetzt hier eine Stimmungsänderung dann eben vollzieht. Im Moment ist das noch nicht zu sehen. Die Abwärtsseite sehr, sehr stark. Die Aufwärtsseite extrem schwach, wenn überhaupt zu sehen. Also man muss ja schon fast sagen, ist da überhaupt irgendwie eine Aufwärtsbemühung zu sehen? Sehr, sehr dezent, also wirklich nicht mit Spannung und mit Werf aktuell da zu sehen. Trotz alledem ein Hingucker, wer weiterhin da auf der Short-Seite unterwegs sein will, einfach mal so einen kleinen Anstieg zumindest mal abwarten, irgendwas Korrektives, eine Bärenflagge würde der Fachmann dazu sagen, die könnte man dann ohne weiteres für Shorts dann nutzen und dann nochmal aufspringen auf den Zug. Nicht einfach rein in den Markt, oh, das fällt bestimmt noch weiter, sondern sich das zeigen lassen. Sprich, die Aufwärtsseite sollte einigermaßen schwach sein und Stichwort Trigger, das ist immer hilfreich. In diesem Sinne ist mein Report jetzt hier aus Japan schon zu Ende. Ich bin hier mitten in Shibuya über einer Kreuzung. Ich drehe mich mal einmal noch im Kreis. Ab Montag dann für eine Woche aus Deutschland
ich fliege am Wochenende jetzt doch noch. Einige haben es ja mitgekriegt, dass meine Flüge hier gecancelt wurden. Das ist alles nicht ganz so einfach gewesen. Jetzt allerdings, ich komme dann doch für eine Woche nach Frankfurt, werde mich dann von dort aus melden. Das heißt, es gibt mal wieder heimische Bilder zu sehen von dem Börsenstandpunkt Frankfurt. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Grüße und ein wunderschönes Wochenende.